Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Konarium, ein Horrorspiel, das heute auf Steam erschienen ist. Es ist von einem türkischen Entwickler und ich habe gelesen, es lehnt sich an die Berge des Wahnsinns, eine Geschichte von H.P. Lovecraft. In dieser geht es um einen Geologen, der entdeckt ein Fossil von einem Tier- und pflanzenähnlichen Wesen und er hat Angst, dass es die Welt zerstören könnte. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, deswegen werde ich jetzt nicht viel darüber reden, nur so viel. Es ist was Eigenständiges, aber es lässt sich halt inspirieren, kann man sagen. So, wir starten ein neues Spiel. Ich bin sehr gespannt darauf, weil es hat fantastisch ausgesehen in der Vorschau, so in der Preview, was auf Steam kam. Ich wünsche euch viel Spaß. Gleich geht's los. Jetzt. All life is only a set of pictures in the brain, among which there is no difference betwixt those born of real things and those born of inward dreamings. Na, oh. Okay. Ihr seht schon diese Bildfehler, das liegt nicht an euch, wirklich nicht. Ich habe nämlich schon gesehen, es hat mich gleich so ein bisschen an Soma erinnert von Frictional Games, ihr kennt das. Also die haben jetzt auch Amnesia gemacht und es ist natürlich was Gutes, wenn das so rüberkommt und... Okay. Was denn? Wow. No more can we harbor ourselves to the safest shores, for there are things that cannot be undone. Was meint er? Wer ist das? Dr. Faust, is that you? Oh, ich hab's gewusst, das... ja, nee, ich hab's gewusst. In solchen Sachen wird das nie hübsch, wenn sich die Leute umdrehen. Steh nicht. Oh, my head. The pain. It is bearable. Wie gesagt, das ist nicht bei euch, nicht nur, das ist auch im Spiel. Subsiding. I thought my head was about to explode. Guck mal, eine Taschenlampe, huh? Oh ja. Oh ja, warte mal, F. Ja, okay, gut, das ist jetzt nicht die hellste Taschenlampe, aber es reicht, glaube ich, wohl. Was denn? Irgendeine Pflanze. Oh Gott, das erinnert mich gleich an Resident Evil. This device. Its noises are resonating in my mind. Sind wir denn hier? Blümchen. Oh, warum nicht? Noch mehr Blümchen. Bitte. Versahe. Die Saeti-Pflanze. Versahe. Nightside and Beyond. Okay. Oh, kann ich Schubladen? Ah, ich wollte schon sagen. Na gut, ich kann es nicht wirklich manuell aufziehen, so wie in Amnesia, aber es erinnert mich doch gleich direkt daran. Wenn es das als Vorlage nimmt, fantastisch. Soma fand ich auch sehr gut. Ah, Dr. Levitz medizinische Aufzeichnungen Nummer 1. 18.06.1949, Observierungsnotizen zur vierten Initiationssitzung. Ich lese übrigens vor. Also wenn es euch stört, könnt ihr gerne skippen, aber dann entgeht euch die Story, also beschwert euch bitte nicht später bei mir. 19.05 Uhr, alle Teilnehmer haben die Versahe-Mixtur vor 5 Minuten zu sich genommen und haben ihr Bewusstsein auf irgendeine Art und Weise erweitert. Sie alle murmeln etwas Unverständliches im Schlaf. Es ähnelt einem Sprechgesang, doch die Laute werden nicht bewusst geäußert. Sie wirken unruhig. Ich erkenne Bewegungen in ihren Gliedmaßen und frage mich, ob es an etwas liegt, das sie jenseits unserer Realität sehen. 19.15 Uhr. Das Gerät summt und leuchtet, wie immer. Aber dieses Mal unterscheidet sich die Atmosphäre von den vorherigen Sitzungen. Was auch immer der Grund dafür sein mag, es wirkt fast so, als ob dieses fantastische Gerät etwas in einem Code übermittelt, den ich nicht verstehe. Es wird immer belastender, in diesem kalten, dunklen und mit Weihrauch gefüllten Raum alleine zu sein.
19:19 Uhr. Mir kommt es so vor, als wäre das Gemurmel der Teilnehmer nun viel lauter. Farben und Formen tanzen im Rhythmus des Geräts über die Wände. Ich kann draußen das Heulen des Windes vernehmen. Vielleicht nähert sich ein Schneesturm oder etwas viel Schlimmeres. 19:24 Uhr. Es sind nun exakt 5 Minuten und 3 Sekunden vergangen. All mein Fachwissen ist in diesem Moment nutzlos geworden. Ich kann nichts weiter tun, als zu hoffen, dass sie sicher und gesund wiederkehren mögen. Okay, die haben sich hier was reingefahren. Irgendwelche Drogen haben die sich, oder Blumen reingepfiffen, ein Extrakt daraus. Und haben sich dann auf dieses komische Ding hier konzentriert. Aber wir sind der Einzige, der übrig ist. Sind wir der Dr. DeWitt, oder... Also Dr. Faust haben wir gesehen, das war der eben mit den schönen Augen, aber... Antediluvian Shamanism, alter Schamanismus. Vorsintflutlicher Schamanismus. Shamanism, ja. Man kann es ja noch vorlesen. Also beziehungsweise, es ist halt ein türkisches Spiel, wollte ich gerade sagen. Und ich finde es sehr gut, dass sie es trotzdem alles übersetzt haben, weil ich kenne das aus russischen Spielen, dass dann meistens die Schrift oder Bücher und so weiter sind halt noch russisch und ich kann nichts übersetzen oder euch sagen, was es bedeutet. Upuauts Expeditionshandbuch. Okay. Diese Upuaut-Expedition. Haben wir hier doch gelesen. Nee. Hört sich alles so seltsam an. Wer noch? Kann ich noch was? Ah. Upuauts Antarktik-Expedition. Muss ja was Bedeutsames sein. Ich meine, wenn hier überall davon die Rede ist und die Pflanzen. Oh Gott. Ich weiß übrigens nicht, was für eine Art Grusel oder Horror es ist. Ob es Atmo ist oder ob es... Jumpscares hat. Ich lasse mich da komplett drauf ein und überraschen. Also wenn ich jetzt gleich wie am Spieß losschreie, ihr seid gewarnt. Ich bin da... Hello? Anybody here? Mhm. Das... Where is everybody? So fangen alle Horrorfilme an. Oder so fängt es an, bevor jemand stirbt. In Horrorfilmen. Ich bin da nicht gefeit vor. Ich schreie gerne mal. Ihr wisst das. Wetterwarnung. Aufsichtsführender Nikolai Hansen. Das Datum ist egal. Schneesturm wird erwartet. Wir gehen davon aus, dass wir die nächsten 2 Wochen unter einem Schneesturm leiden werden. Es ist von größter Wichtigkeit, alle entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und das zuständige Personal vor Außeneinsätzen zu informieren. Bitte beachten Sie, dass die Funkverbindung zwischen der Basis und dem Schiff während dieses Zeitraums unter Umständen gestört sein wird. Hansen. Hansen Schmansen. Oh, Seestern. Ja. Ist das ein Oktopus? Das sieht aus wie Cthulhu. Der Mythos von... Der Mythos von Dagon. Das ist ein altes Segelschiff. Auf der Rückseite Upuaut-Expedition Wheeler Peacock. Und hier? Der Vertraute tritt erneut in Form einer schwarzen Katze in den unteren Kammern in Erscheinung. Das spektrale Profil geistert durch die 7 Räume. Durch welche Sünde wurde diese schummrige, schemenhafte Gestalt beschworen? Und hier quietscht es die ganze Zeit, Mann. Oh Gott, ich hab echt gerade Bammel. Was? Lagerräume, Krankenstation und Aufzug. Oh. It's stuck. Klemmt, ja. Locked. Schlossen? Looks like we're having a power problem right now. Okay. Ah, es geht auch mit J, perfekt. Das ist ja wie Amnesia. Kein Strom. Die U-Boot Antarktis-Expeditionsbasis ist komplett in Dunkelheit gehüllt. Ach, das wäre meine Frage gewesen. Ich dachte erst, wir wären auf einem Schiff, aber wir sind wohl schon auf dieser Basis. Und aufgrund des Stromausfalls funktioniert der Großteil der Gerätschaften nicht. Warum aber hat sich noch jemand, noch niemand sich um dieses Problem gekümmert? Wo sind alle? Oh, okay. Tja. Wie das mal so ist. Sieht aber alles so ein bisschen modern aus hier, oder? Gut, ich meine, es könnte auch jetzt die 50er sein. Oder Ende 40er war es ja. 1949, ja. Oh, erste Hilfe. Was steht da? Cold and Flu. Achso, Erkältung und Grippemedizin. Oh Mann, ich habe echt schlechtes Gefühl hierbei. Okay. Scheint aber alles okay zu sein. Was haben wir hier? Der Hilfsstrom muss manuell von außen aktiviert werden. So, so. Ach, guck mal, ich habe mit rechts auch die... Ja, okay. Ist ganz einfach. Man muss nicht 1000 Knöpfe drücken. Oh, diese... Nikolai Hansen, Schneesturm wird erwartet. Das hatten wir schon. Haben wir hier? Johann DeWitt. Medizinische Warnung.
an alle Expeditionsteilnehmer mit Schlafstörungen. Die Untersuchungen bezüglich der seit kurzem erhöhten Unfallquote haben ergeben, dass vermutlich eine Art von schwerem Lagerkoller dafür verantwortlich ist. Es handelt sich dabei um folgende Symptome: Schlaflosigkeit, starke Kopfschmerzen, Visionen oder Stimmen im Kopf. Okay. Expeditionsteilnehmer. Wenn es juckt. Zwischen den Schulterblättern. Die an einem oder mehreren dieser Symptome leiden, müssen persönlich bei mir vorstellig werden und sich einer genauen Untersuchung unterziehen. Dies wird auch das Thema der morgigen Versammlung sein, die nach dem Mittagessen stattfindet. Diese Probleme stellen eine ernsthafte Gefahr für die Arbeitssicherheit dar und müssen deshalb äußerst ernst genommen werden. Praktischer Arzt? Nicht praktizierender Arzt? Na egal. Ich sollte mich auf die Suche nach dem Expeditionstrupp begeben. Nach mehreren verschwommenen Albträumen bin ich in dieser eher befremdlichen Umgebung aufgewacht. Alleine, wie mir scheint. In einer meiner Taschen habe ich ein leeres Notizbuch gefunden, in dem ich meine Erlebnisse festhalten werde. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, außer daran, dass ich nicht der Einzige hier sein sollte. Die Namen Dr. Faust und Dr. DeWitt schwirren in meinem Kopf herum. Wahrscheinlich sind wir dann doch nicht einer von beiden. Außerdem verspüre ich starke Kopfschmerzen, wenn ich versuche, mich an weitere Einzelheiten zu erinnern. Ich sollte mich auf die Suche nach dem Expeditionstrupp begeben und schnellstmöglich herausfinden, was hier vor sich geht. Diese verdammten Sitzungen müssen aufhören. Those bloody sessions. Das ist also ein Brite, ja? Oder ein Schotte oder was? Sagen keine Amis. Bloody. Nicht, dass ich wüsste. Außer sie möchten so tun, als wären sie ein Brite. Oh, geht's raus? Nein. Och, es geht raus. Oh, Leute, wenn das hier wird wie John Carpenter das Ding, dann wird's fantastisch, glaube ich. Ah, oh, es ist. Muss hier richtig schön kalt sein. Ich bin so neidisch. Es ist so brütend warm wieder hier in Köln. Ich meine, es ist Sommer, ja. Aber ich mag doch den Winter so gerne. Oh, kommt es. Oh, man sieht die Fußstapfen. Das finde ich immer sehr schön. Das finde ich immer sehr schön. Ach, hier. Soll ich mal lieber den Weg entlang, hä? Nicht, dass ich da draußen erfriere. My mind is cloudy. All I can remember is the successful establishment of the Upper Water Antarctic Base. And after that, nothing is clear in my mind. Ich glaube, das ist immer so die beste Voraussetzung. Was? Oh, okay. Kein Wechsel? Ich bin wieder drin, sehr gut. Die beste Voraussetzung, dass man, aufwacht und keine Ahnung hat, was los ist und wer man ist. Ich habe Leertaste übrigens, ich dachte, ich springe. Dieses merkwürdige Gerät befand sich bereits an meinem linken Arm, als ich im Tagungsraum der U-Port Antarktis-Basis zu mir kam. Dann ist es nicht verwunderlich, dass ich mich an nichts mehr erinnere. Ist es? Ich meine, nur wegen dem Handschuh? Oh, ist das... Ach, verdammt. Was denn ja hier draußen anstellen, hieß es. Wow. Na komm. Hat das... Das hatte jemand blockiert, ja? What? Shock Hazard, ja, das ist das... Okay. It's locked. Hm. Das ist nicht... Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn sich jemand in einem Raum verbarrikadiert und nicht mehr da ist. Und wir sind auf der anderen Seite. Und... Oh, Klebeband. Cool, ja. Und wir wissen nicht, was er aussperren wollte oder wen. Da sind wir immer das Opfer. Nichts. Okay. Ein Benzinkanister. Ja, nimm mal mit. Passt schon. Das. Ach, so ein kleiner Generator. So, und jetzt? Hä? Ach, ich hatte ja Klebeband. Na gut, dann hat er es automatisch. Macht er auch automatisch, das ist ja... Finde ich cool. Super komfortabel. Ich muss nichts machen. Das ist super. Mach ich gerne sowas. Also nichts. Der Laden läuft wieder. Wie ist der Typ aus Jurassic Park, der erste? Mr. Hammond. Der Laden läuft wieder. Und dann kommt der Raptor und... Ja. Lieber zumachen, wer weiß. Also, ihr müsst es bestimmt minus 30, 40 Grad vielleicht, wenn es hochkommt, bei so einem Sturm sowieso sein. Ich warte hier nur drauf, bis was. Oh.
Kennt ihr das so, diese Anspannung, wenn man nicht weiß, okay, es ist auf jeden Fall ein Horrorspiel, so viel wissen wir, aber was passiert hier, wer kommt und ist es nur Grusel, ist es nur so ein Walking Simulator mit so ein paar oder ist es halt wirklich, dass mich Monster verfolgen und ich muss mich aktiv verstecken und verteidigen und abhauen und... Okay. Ist es so ein Soma vielleicht? Weil wir kriegen... Wir haben gleich wieder so eine Störung bekommen. Ist es der Katzenmann? Das Schemen-Katzenmann? Oh nein, ich gehe da nicht lang. Och, die Tür geht auf. Also doch elektronisch verriegelt, aber in den 50ern? Na gut. Hello? Das ist eine Karte. Victoria Land. Ist es Grönland? Victoria Land, Cap Roget, Coleman Insel, Cap Washington, Rossmeer, Franklin Insel, Beaufort Insel, Ross Insel und Cap Crozier. Crozier? Egal. Ja. Ist alles uninteressant. Der Mausecode. Mausealphabet. Also das Alphabet. Buchstaben und Zahlen und die entsprechenden Morse-Schriftsymbole werden unten aufgeführt. Ich habe mir schon so oft gesagt, ich lerne das mal. Oh, eine Brille. Wow, warte, warte. Oh, ich dachte, da kommt jetzt die Treppe rauf, als ich das... Oh, es ist der... Oh. Ich bin so ein Schisser. Ich dachte, da kommt jetzt die Treppe langsam hochgelaufen und ich muss mich verstecken, aber... Ist gut. Kamera. Will ich nichts mitmachen. Fernglas. Kann ich die Schubladen öffnen? Nee, die kann ich... Ein Funkgerät. Das kann ich nehmen, cool. Ich habe ein Handfunkgerät gefunden. Es ist halt oft so in solchen Spielen. Das war auch jetzt Penumbra, wenn ihr es noch kennt. Das hat mich übrigens jetzt auch ein bisschen an Penumbra erinnert. Da musste man immer wieder das Mauser-Alphabet rauskramen. Also einmal und ne, generell. Hansens Notizen 1. 5.7.1949. Seit einer Weile plagen mich nachts bizarre Albträume. Guck mal, das Licht geht mit übrigens voll gut. In denen ich zu einer formlosen Gestalt spreche. Wenn ich morgens aufwache, erinnere ich mich weder an ihr Gesicht noch an die Inhalte des Gesprächs. Lediglich die Silhouette der Figur ist mir im Gedächtnis geblieben, sowie der düstere Klang ihrer Stimme. Die Albträume verwehren mir die erholsame Nachtruhe, nach der ich mich eh nicht sehne. Noch habe ich niemandem davon erzählt, aber ich fühle mich permanent dazu gedrängt, als stünde meine Gesundheit auf dem Spiel. Die logischste Vorgehensweise wäre, mit Dr. DeWitt darüber zu sprechen. Dieses Krisseln, ich dachte eben da... Oh. Mann, das ist so fies. Es ist so fies. Ach, der Besuch. This is Upward Expedition Base. Pequod, please come in. I repeat, this is Upward Expedition Base. Pequod, do you hear me? There is someone who can hear me. Please, come in. Also ja, wenn ich was trinke. Some electrical condition in the disturbed air seems to prevent communication. Ich weiß, ich soll mich nicht dafür entschuldigen, aber ich finde es unschön, wenn man was trinkt oder isst. Ich fange jetzt nicht an, Schweinebraten zu essen, aber was trinken muss, wenn ich so viel lese. Da habe ich einen ganz fruseligen Mund, und das wollen wir nicht. Und dann bin ich nur am Husten und Prusten, weil mein Hals kratzt. Ich will nicht raus. Warum ist die Tür eigentlich zugegangen? Ich habe die nicht zugemacht, glaube ich. Gut, elektrisch, ja. Ach, jetzt haben wir auch hier. Rom. Es ist unheimlich hier, dieses Teil. This device. Its noises are resonating in my mind. Ich habe hier noch diesen Handschuh. Kann ich denn eigentlich... Ich kann den benutzen mit C oder F zum Untersuchen. Ah, cool, man kann halt echt... Das finde ich immer schön, wenn man das machen kann. Ist zwar nutzlos, aber ist schön. So C. Ah! Nee, habe ich das Notizbuch? This device. Its noises are resonating in my mind. Dieser Zeiger... Seht mal, achtet mal auf den Zeiger. Macht das irgendwas? Der wandert auf jeden Fall mit der Zeit. Ja, okay, das ist wirklich Zeit. Ich dachte, das geht je nachdem, wenn ich irgendwas näher komme. Gott, ich will hier nicht... Er ist hier lang gegangen, der Schatten, ja? Ja. Die Private Rooms. Die Crew Rooms. Und, ich räume mal das Feld. Ich gehe da nicht rein. Nee, mach ich nicht. Nein. Bringt mich nicht dazu. Beta. Infirmary. Da liegt schon wieder eine Taschenlampe.
Muss ich auch Batterien sammeln? Ich hab... ETF. Ich hab die ganze... Ich das mit dem... Ne, okay, ich glaube, ich bin das mit dem Rumgematsche. Hier. Nichts, was ich brauche, zumindest. Was haben wir hier Schönes? Upaut ad Axis Expedition. Einverständniserklärung. Durch Unterschreiben dieses Dokuments erklären Sie sich mit den unten verfassten Bedingungen einverstanden. Entschuldigung, Falschaussagen, die wissentlich oder vorsätzlich gemacht werden, einschließlich auf Affidavits oder anderen weiterführenden Dokumenten, die in diesem Zusammenhang eingereicht werden, können Strafen zur Folge haben, ja? Ich erkläre mich hiermit einverstanden, meine täglichen Pflichten im Rahmen meiner Fähigkeiten bestmöglich auszuführen, den Anweisungen des Expeditionsleiters Dr. Faust Folge zu leisten und soweit erforderlich an einer Reihe medizinischer Sitzungen in der U-Port Antarktis-Basis teilzunehmen. Also ich würde mir da nichts verabreichen lassen, nur mal so. Die Risiken der Teilnahme an den zuvor erwähnten medizinischen Sitzungen wurden mir ausdrücklich erklärt. Alle Fragen zur Prozedur, warum diese notwendig sind, welche Vorteile sie hat und welche Risiken sie bringt, wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Ich gebe durch Unterschreiben dieser Einverständniserklärung deshalb meine informierte Zustimmung zur Durchführung der Prozedur. Ich würde das nicht unterschreiben. Andererseits, wer weiß. Vielleicht kriegt man ein paar coole Sachen mit. Irgendwelche funky Drogen. Nein, würde ich auch nicht machen. Johann de Witt. Bezüglich psychoaktiver Pflanzen sei T und der was Dversahe. Dversahe. Aber er macht's nicht auf, immerhin. Das ist doof. Andererseits respektiert er auch die Privatsphäre wahrscheinlich ein bisschen. Steht hier U-Port und Arktis-Expedition. Ja, ja. Handschuhe. Es gibt eine Menge zu lesen, ich glaube aber, das nimmt mir der Zeit ab, also gebt dem Spiel eine Chance. Alle Teilnehmer sind ohne Probleme wieder aufgewacht, mit Ausnahme von Frank Gilman. Um 1.45 Uhr hörte plötzlich sein Herz aufzuschlagen. Sein Körper war eiskalt und ich konnte keinen Puls feststellen. Gerade als ich eine Herzdruckmassage durchführen wollte, öffnete er für einen Moment seine Augen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange sein Herz tatsächlich nicht geschlagen hatte, aber es konnten nicht mehr als 5 Minuten gewesen sein. Dann folgte das Ereignis, das uns alle in Angst und Schrecken versetzt hat. Direkt nach seinem Erwachen sprach Dr. Frank Faust mich persönlich an. Was? Achso, sprach Frank Faust? Frank Dr. Faust persönlich an, so. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, denn seine Stimme war dumpf und kaum verständlich. Aber ich bin mir sicher, dass die Stimme, die ich vernommen habe, nicht Franks Stimme war. Als praktischer Arzt kann ich behaupten, dass dies bei einem Menschen in seinem Zustand nicht vollkommen unmöglich scheint. Aber das, was ich hörte, klang im höchsten Maße verkehrt. Kein menschliches Organ sollte dazu in der Lage sein, solche Geräusche zu produzieren. Ja, vielleicht nicht, aber... Painkiller. Ich frage mich halt, brauche ich hier irgendwas? Er nimmt halt nichts auf, oder? Ich habe bisher nur wirklich so ein, zwei Sachen aufheben können. Ich würde alles mitnehmen, was ich habe. Könnt ihr mal mit dem Gequietsche aufhören? Da ist doch... Könnt ihr mal die Scharniere ölen oder so? Ich glaube, ich gehe doch gleich ins andere Zimmer wieder. Danger, danger. Kantine. Ja, und deswegen gehe ich wieder. Tschüss. Am Ende verbindet nämlich die beiden Räume sowieso. Nichts. Aufzug. Elevator. Nee. Also ein anderes Stockwerk, das ist jetzt wieder was. Da warten wir noch. Storage da. Locked. Locked. Na gut, dann. Gab Soße. Und Brei. Und verbrochenes wahrscheinlich. Oh, Kaffee und Black Tea. In der familienfreundlichen 20 Kilo Dose. Ja, grüner Tee und Zucker wahrscheinlich. Herbal Tea, also Kräutertee. Borbusch. Könnte man Tee trinken jetzt? Aber es ist so warm. Also nein. Was ist das? Das ist doch kein Essen. Ist widerwärtig. Ich geh mal zurück. Okay. Ja doch, das war die Tür. Ich dachte eben so, hä?
Ja, die fallen halt wieder zu, ne? Von selbst. Ich wollte schon sagen, ich bilde mir das nicht ein. Ich bilde mir das nicht ein, Kinder. David Burker. Ferguson. Hansen. Ha! Scheiße, das ist... Kann ich mich ducken? Ich kann mich ducken. Mit Control, aber... Ach du Scheiß. If his coat is just right here, where is he now? Okay, es gibt Jumpscares, aber nicht so, wie ich es erwartet hätte. Lanze. Haben die das eingenommen, weil sie dachten, der Kult hat das auch gemacht? Oder irgendeine Kultur, irgendeine indogene Gesellschaft? Ich weiß ja nicht. Locked. Weißt du, Len Brown. Er heißt schon Brown und ihr wisst bestimmt auch, wie ich, dass er schwarz ist. Und wer hat den Spind in der Ecke, wo kein Schwein rankommt? Das ist ja diskriminierend, ja. Wollte ich nur mal sagen. Ich find's diskriminierend. Arschlöcher. Ja. Kannst du nicht machen mit einem Mann, nur weil er schwarz ist. Nikolai Gogol, das Porträt. Ja. Vielleicht hat er mehrere Jacken, weißt du's? Naja. Private Rooms. Toilette? Nein. Private Area. 10 Toiletten an jeder Seite. Gruppenkacken. It's locked. Was war das? Blake? MC Blake. Sind wir Blake? Wer sind wir? Was bin ich? 10 Fragen. Wow. Okay. Das, ein Objekt mit Stiel. Also, ja, das ist wie ein Stiel aussieht. Morsecode! Nein. Ich weiß schon, wir müssen das aufeinander anpassen. So, ich kann das auch mit den... Ach, ich dachte schon, ich kann das nur mit der Maus, weil das ein bisschen verwirrend. So, müsste passen, ja. Und weiter noch, den ganzen Spaß. Was? Was ist eben für ein Geräusch? Ich dachte, da spricht uns einer an. Ja, jetzt duckt's auch noch. Achso. Oh Gott, das ist gruselig. Oh, jetzt redet er gleich mit mir, ne? Oh, ich muss mit ihm reden. Who are you? I'm Frank. Frank Gilman. Is that so? Is there a problem with that? Up my ear. My name is Frank Gilman, an anthropologist joining this expedition upon the invitation by venerable Dr. Faust himself. Nein. This thing is claiming that it's me. That's absurd. Why? Mach dich kaputt. Du behauptest, dass du ich bist, aber du bist nur eine Maschine? Ja. You're claiming that you are me, Frank Gilman. But you are just a machine. And you are just air. Ja, warte. Luft, was soll das heißen? Air? What do you mean by that? It doesn't answer me. Na toll. Wo sind alle? Ich meine. Ihr seht's ja sowieso, wenn ich's drücke. Where is everybody? They are here. Okay. Ich sehe niemanden, bist du sicher? I don't see anybody around. Are you sure? Yes. Yes. Was weißt du über Dr. Faust? What do you know about Dr. Faust? He is the Grand Mastermind and the pioneer of this expedition.
Ja, dann, gut, Frank, warum bist du hier? Okay, Frank. Tell me why are you here exactly? Ja. I am here because of my extensive knowledge on the human pineal gland. I am one of the Canarinauts. Was ist denn ein Canarionaut? Canarionaut? Voyagers beyond. Ja, okay, wohin denn? Beyond? What beyond? No answer. Ein Geheimnis. Ich habe ein Geheimnis entdeckt. Okay. Gut, Leute, es mag jetzt sehr verwirrend sein, aber ich bin auf jeden Fall... Mach das Ding zu, bitte. Ach Gott, ist das widerlich, dieses... Ah! Okay, gut, ich mach mal Schluss hier. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, Leute. Es ist ein neues Projekt. Ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn ihr das Ganze mit einem Daumen bewertet. Wenn es euch gefällt, gerne natürlich einen Daumen nach oben. Und mir schreibt, was ihr denkt. Ihr wisst ja, Feedback ist wichtig und Feedback hält das hier am Laufen. Ich würde mich also sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und vielleicht den Knopf drückt oder auch ein Sätzchen dazu schreibt. Ich finde es auf jeden Fall interessant und ich werde es weitermachen. Hoffe ich. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal mit Konarium.